Hallo du und herzlich willkommen zum letzten Championatsvideo mit Ghost Heart. Wir machen hier bei der Baroness-Rennstrecke weiter oder fang ich an. Ich hätte fast die Anmeldung verpasst. Es ist auch gerade vorbei und ja, ich würde sagen, ich laber gar nicht mehr lang rum, sondern wir starten direkt ins Championat. Okay, es ist tatsächlich gar nicht mal so viel los, obwohl die Gruppen ja viel kleiner sind als sonst. Ja, es ist halt nur eine Gruppe. Also wir sind halt wirklich nur wenige hier. Krass, ich finde es extrem lustig, dass hier vorhin viel, viel mehr waren. Okay, vielleicht reiten noch einfach nicht so viele Leute dieses Champi so gerne. Das letzte Mal, dass ich das geritten bin, war ja eine riesengroße Katastrophe. Ich hoffe, diesmal läuft es einigermaßen gut. Ich meine, wenn wir uns jetzt auch die Bilanz von Ghost Heart ansehen, das erste Champi mit ihm war ja ein kompletter Reinfall. Das zweite war ganz gut. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Jetzt bleibe ich hier wieder an jedem dritten Hindernis kleben. Oh, stimmt, jetzt ist es ja hier so glatt, weil hier Öl liegt. Nur ich sehe es nicht. Egal, das passt schon. Ich muss nur mal schauen. Ach, come on. Als ob ich jetzt hier immer vor Hindernissen hängen bleibe. Wieso habe ich heute so ein Pech mit den Hindernissen? Das geht doch nicht, dass ich überall dran hängen bleibe. Ach, Dreck. Also eine gute Mischung, wie ich hier drumherum komme, habe ich irgendwie auch noch nicht gefunden. Ach, ist das ärgerlich. Jetzt habe ich mir wieder voll gut den Platz verloren. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil ich hier so blöd hängen geblieben bin. Das passiert mir aber letzter Zeit tatsächlich ziemlich häufig, dass ich... Also heute vor allem. Ich meine, ich bin jetzt alle drei Championate mit Ghost Heart hintereinander geritten. Also um 9, um 10 und um 10.30 Uhr jetzt so an einem Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Beim ersten Championat hatte ich das Pech, dass ich hängen geblieben bin. Jetzt hatte ich wieder das Pech, dass ich hängen geblieben bin. Ich habe häufiger Pech, dass ich hängen bleibe in Star Stable. Also irgendwie bin ich jetzt auch nicht so der talentierteste Hüpfer, was Hindernisse angeht. Es ist halt ärgerlich, dass das teilweise auch wirklich so extrem viel Zeit kostet. Egal, ich will mich jetzt hier gar nicht so lange aufregen. Oh. Ah. Ich nehme mir wirklich jedes Hindernis einmal mit. Egal, was soll's. Ich wäre eh nicht mehr hochgekommen. Das heißt, es ist jetzt ein vierter Platz für mich. Okay, also ein vierter Platz an dieser Stelle für mich ist in Ordnung. Ghost Heart hatte jetzt nicht so das krasseste Erlebnis mit mir, aber... ist okay. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen bei euch, bei dir. Wir sehen uns das nächste Mal zu etwas Neuem wieder auf jeden Fall. Ich weiß noch gar nicht, welches Pferd als nächstes dran ist, aber es wird auf jeden Fall sehr bald weitergehen, weil ich brauche noch mehr freie Plätze im Stall. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.